Ey Leute, was geht? Electrix ist hier und so und jetzt nimmt erstmal euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, Black Ops 2 ist angesagt, auf der Map Slums, der Modus ist Sprengkommando und ich spiele die M8A1 mit einem Reflexvisier und dem Vordergriff. Als Perks habe ich mit dabei kugelsichere Weste, Geist, Plünderer und Taktikmaske. Als Streaks spiele ich den Tarnhelikopter, den Orbit-Satellit aka neuer Blackbird und die Loadstar aka Reaper mit Tittenbonus, ja? So wie dazu, meine Freunde. Und ich muss gestehen, selbst nach einer Woche des extremen Black Ops-Suchtens, und glaubt mir, meine Freunde, wenn ich wirklich sage, suchten, leveln, dann habe ich wirklich die ein oder andere Stunde in das Game wirklich investiert. Ja, das Game bockt sich immer noch extrem. Wenn ich so dran denke, ich bin jetzt mittlerweile im vierten Prestige und ich hatte bei MW3 schon nach dem zweiten Prestige keinen Bock mehr. Ja, das ist ja dann eigentlich ein positiver Aufstieg. Aber ich will das Game jetzt erstmal nicht in den Himmel loben. Man weiß ja so, an Weihnachten, wenn die ganzen Weihnachtsnoobs dazukommen, dann wird das alles nochmal eine Ecke schlimmer. Wird sich zeigen, meine Freunde. Wir sehen uns nochmal in ein, zwei Monaten so, dann fragen wir mal wieder nach so. Und wenn mir bis dahin dann immer noch kein Ei geplatzt ist, dann muss das Spiel ja gut sein, oder? Stimmt ihr mir dazu? Ich denke schon. Ja, so wie dazu. Ja, aber nee, jetzt mal Spaß beiseite, also... Ich finde, also ich habe ja im letzten Commentary ein bisschen gemeckert, dass die Waffen mir zu ausgeglichen sind und ich nicht wirklich eine Waffe habe, wo man halt voll alles wegschreddern kann. Das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich sogar richtig gut, weil man halt einfach mit jeder Waffe wirklich gleich viel reißen kann. Also zumindest, also ich spiele nur Sturmgewehre und MPs, kann jetzt nur davon reden, wie die Snipers sind und die schweren MGs, weiß ich jetzt nicht. Maschinengewehre da. Leichte Maschinengewehre, schwere Maschinengewehre, was weiß ich, Alter, Penis. Aber ich finde jetzt eigentlich die Sturmgewehre so alle recht ausgeglichen. Man kann eigentlich mit jedem Sturmgewehr gleich viel reißen. Und sowieso, die MPs sind in dem Spiel ja echt übelst krass. Also da gibt es auch eigentlich keine MP, mit der man wirklich, zumindest im Nahkampf, nicht den Gegner total zerreißen kann. Manchmal ein bisschen nervig, aber nun ja, was will man machen, wenn dann der Gegner dann wieder mit dem Laserpoint aus der Hüfte wegsprayt. Damit muss man leben. Auch gibt es ein paar andere Sachen, die halt ein bisschen nerven ab und zu, weil alle halt irgendwie wie die irren Granaten über die Maps werfen. Aber das kann man ja ganz leicht mit kugelsichere Weste umgehen, weil das Perk ist einfach nur genial. Man hält wirklich bis zu 2 Granaten aus, außer der Gegner stackt einen halt natürlich oder so ein Armbrustpfeil kriegt man in den Sack. Dann stirbt man leider trotzdem, aber kann man nichts machen. Und ja, das habt ihr wahrscheinlich auch noch schon mitbekommen, die Handgranaten und Blendgranaten und auch die Schockladungen sind ja in dem Spiel total krank. Sowieso kriege ich immer fast einen Herzinfarkt und scheiß mir in die Hose, wenn ich von so einer Schockladung getroffen werde, weil dann wie so ein epileptischer Anfall diese Blitze über den Bildschirm zucken. Ohne Scheiß, da kriege ich immer richtig Schiss. Deshalb spiele ich eigentlich in den meisten Klassen Taktikmaske, weil dann wirklich diese ganzen Stun-Dinger wirklich fast annulliert werden und das ist echt... Das stresst dann einfach nicht mehr, weil wirklich du, wenn du von einer Handgranate getroffen bist, man konnte ja in den anderen Call of Duty-Teilen sich auch ein bisschen wehren und ein bisschen bewegen, aber jetzt, da bist du ja echt im wahrsten Sinne des Wortes total gelähmt, ey, da kannst du dich gleich an den Baum hängen. Echt der Hammer, ey, einfach nur dreist, du kannst gar nichts machen, für wirklich lange Zeit, so 3-4 Sekunden bist du echt total aufgeschmissen. Und ja, Taktikmaske tut es halt alles ein bisschen knackiger machen, meine Freunde. Ja. Warum ich wahrscheinlich schon im vierten Prestige bin, fragt ihr euch. Double XP Weekend war ja am Start. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe es schon gut ausgenutzt, ja. Also, ich habe mir ein Team gegriffen und wir haben dann wirklich 18 Stunden gesuchtet am Stück. Also, das war wirklich vom Allerfeinsten. Das hat auch so Bock gemacht. Von Freitag 19 Uhr bis Samstag 14 Uhr dann. Wir haben, glaube ich, eine Pause gemacht von 9 bis 10 Uhr. Da sind dann alle mal in Rewe gegangen, haben sich irgendwelche Energies geholt, Energy Drinks oder sich einen Kaffee gemacht oder mal kurz 5 Minuten Wachkoma vorgetäuscht oder sind was essen gegangen. Also wir haben wirklich von 19 Uhr abends bis 9 Uhr früh durchgesuchtet, wie die Bekloppten. Ich schwör's euch, meine Freunde, ich hatte die Augenringe des Todes. Aber das hat so Bock gemacht, das Spiel bockt sich so, das ist einfach wie Black Ops 1 suchte ich das. Black Ops 1 habe ich auch so heftig gesuchtet, da war ich vor Weihnachten war ich da so, glaube ich, sogar schon im 15. Prestige, wenn ich mich noch richtig erinnere. War schon richtig krank, also, ja, 10. Prestige, ich komme, meine Freunde. Also, mir bockt das Game total. Ich habe jetzt so von hier und da dem einen oder anderen Kommentator jetzt nicht so eine
übertrieben positive Meinung zu dem Spiel gehört, aber mein Gott, solange es mir Spaß macht, ist mir das eigentlich herzlich egal. Auch habe ich da irgendwas mitbekommen mit Nuketown 2025 irgendwie. Die Map wurde ja aus der Playlist rausgenommen und da heulen jetzt viele rum. Ganz ehrlich, meine Meinung dazu, das ist mir so scheißegal, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ich hasse die Map, ich würde die nicht mal freiwillig spielen, wenn ich dafür irgendwie einen Fick gratis kriegen würde. Ey, die Map, da kriege ich Krampfadern am Penis, das ist der Hammer. Ich hasse diese Map so krass. Ich würde die niemals spielen und auch die ganzen Leute, die Tag und Nacht suchten, kann die nicht verstehen. Aber wenn es ihnen Spaß macht, bitteschön. Ich kann halt nicht verstehen, warum sie die Map rausgenommen haben. Mein Gott, sollen sie doch halt den 24-7-Modus drinnen lassen. Die Leute, die es spielen wollen, die spielen es. Und die Leute, die es nicht spielen wollen, die spielen es halt nicht. Mein Gott, keine Ahnung, Alter. Schauen wir mal, was da noch draus wird. Vielleicht kommt die Map ja dann wieder in die öffentlichen Playlists. Oder vielleicht bei Suchen zerstören ist ja die Map gar nicht so schlecht, habe ich gehört. Wird sich zeigen, meine Freunde. Sowieso bei der Nacht des Suchtens war richtig genial. Da sind dann ein paar Teammitglieder immer abgesprungen, weil sie dann halt pennen gegangen sind. Oder der Homer zum Beispiel, der musste dann so gegen Mitternacht offline, weil er hatte gemeint, er hätte was mit einer Freundin ausgemacht und er wird jetzt zu der düsen, aber er kommt gleich wieder online. Ich so, ja wie, du kommst gleich wieder online, nimmst du deine Xbox zu dir mit? Der so, ja klar, Suchten, Leveln geht immer und so. Ich so, ja okay, der so, ja, ich bin in einer halben Stunde wieder da, wartet auf mich und so. Homer, du Schwanz, warum bist du nicht mehr online gekommen? Ha? Hast du wenigstens einen Gruß mit reingesteckt? Gruß an dich, Bruder, alles klar? Gut, wunderbar. Nehmen wir Spaß beiseite, wir haben da so gewartet auf den Homer und der ist halt eiskalt nicht mehr online gekommen. Also so viel dazu, dann muss man uns halt einen anderen Teammitglied krallen und ja, hat Bock gemacht. Ja, Homer scheint das Spiel auch zu lieben, rastet auch immer regelmäßig aus. Ja, sowieso, richtig geile Aktion. Wenn man Prestige drückt, kann man ja eine Ausrüstung, also ein Perk oder eine Waffe, permanent in die nächsten Prestige übernehmen. Und man kann eine von drei Sachen auswählen, entweder man kriegt so ganz viele Prestige-Tokens, also nee, nicht Prestige-Tokens, sondern eher Freischaltungstokens für diesen Prestige zurück. Aber das ist eher so unnötig, weil man hat eh genug Tokens, um alles, was man so braucht, freizuschalten in jedem Prestige. Oder man holt sich eine extra Klasse. In meinem Fall habe ich jetzt schon 9 Klassen, das finde ich eigentlich die beste Alternative. Oder die dritte Möglichkeit ist sogar, man kann alle Statistiken zurücksetzen, so das, was auch bei Battlefield es jetzt seit Battlefield Elite oder Battlefield Premium gibt, das mit den Statistiken zurücksetzen. Und ein Kollege von Xbox Live meinte so, er ist so am Suchten und ist dann so im ersten Prestige, weiß gar nicht, welches Level er war, und hatte eine 1,9er-Quote, ja. Und er dachte sich, ja, oh, die Quote gefällt mir nicht, das ist kacke, ich setze meine ganzen Statistiken zurück und ja, spiel mir eine bessere Quote hoch. Da kriegt man erstens so einen richtig beschissen aussehenden Radiergummi-Titel, wenn man wirklich Statistiken zurücksetzen geht, aber der Titel ist so hässlich, also macht das bloß nicht, das bringt's echt nicht. Und was der Gag an der Sache ist, wisst ihr, was er jetzt für eine Quote hat? Er hatte ja eine 1,9er-Quote vor dem Resetten, jetzt hat er eine 1,84er-Quote. Ey, ohne Scheiße, ich würde mir in den Arsch beißen, Mann, das ist doch richtig beschissen. Setze deine Statistiken zurück und dann ist deine Quote schlechter als zuvor, ey. Oh Mann, sowieso finde ich Black Ops 2 so vom Game-Feeling her ein bisschen, auch von den Gegnern so ein bisschen schwerer irgendwie, wie die anderen Call of Duty-Teile. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, vielleicht haben sie das Spiel einfach so hingekriegt, dass der Spieler mit dem besseren, hier der mich gerade zur Party einlädt, der hat seine Statistiken zurückgesetzt und dann eine schlechtere Quote gehabt. Der Peter Pinoski. Was wollte ich sagen, genau. Das ist, entweder haben sie es irgendwie hingekriegt, dass jetzt mal der bessere Spieler den 1 gegen 1 Kampf gewinnt, das bezweifle ich aber stark, oder meine Freunde, die Zeit der Noobs ist endgültig vorbei, weil ich bezweifle, dass man irgendwie online noch zahlreich Leute trifft, die wirklich noch gar keinen Call of Duty Teil gespielt haben. Also das ist eher unwahrscheinlich, deshalb so Leute, die jetzt in MW2 oder MW3 so eine gute Quote hatten, hier 2 aufwärts, die haben jetzt in Black Ops 2, habe ich beobachtet, nur so eine 1,5er-Quote, ja okay, das ist ja nicht schlecht, aber besser geht auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt keine 4er-Quote, wie jetzt in MW2 oder in MW3. In Black Ops hatte ich ja sogar eine 6,4er-Quote. Ich habe jetzt auch nur, in Anführungszeichen, eine 3,4er-Quote in Black Ops 2. Ich bin damit absolut zufrieden. Das Game bockt sich, ich mache gut Kills, ich mache gute Gameplays. Sowieso die Nacht, wo wir da gesuchtet haben, die 18 Stunden, da habe ich Gameplays
erspielt für die nächsten 10 Jahre. Also ohne Spaß, kein Witz. Das ging richtig ab. Also hat sich so gebockt. Also das Spiel bockt sich wirklich. Also es macht einfach Spaß zum Suchten. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so wie bei MW3 so nach jedem Spiel so voll die Hasskugel, sondern ich habe wirklich Bock, das Spiel zu zocken. Also mir macht es richtig Laune. Man muss halt irgendwie ein bisschen klarkommen mit den neuen Waffen und so. Man muss sich auch mal ein bisschen einspielen. Man kann das Spiel nicht gleich von Anfang an irgendwie voll niederhaten und sagen, ah, das ist Kacke. Und ja, man muss sich halt ein bisschen hinsetzen, ein bisschen damit beschäftigen. Dann läuft es auch. Und ja, der ein oder andere Teampartner hat sich auch schon recht abgesackt über das Spiel. Zum Beispiel einer meiner Dauer-Teammitglieder so. Er war so am Suchten mit uns und er hat wirklich geschrien vor Wut. Und dann hat er sich irgendwie beklagt, dass sein Auge wehtut und die nächste Runde immer wieder so, ja, mein Auge tut weh und ich spiele jetzt nur noch mit einem Auge, ich kneif's gerade zu und so. Dann meinte ich zu ihm, ja, das ist ja kein Joke, so, das ist ja was Ernstes, geh mal lieber gucken, ob da was passiert ist. Und er hat anscheinend so geschrien vor Wut, dass ihm eine Ader im Auge geplatzt ist, also, scheiße, Mann, shit happens. Ja, weiter gesuchtet hat er dann trotzdem noch. Elender Süchtiger. Ja, so viel dazu. Was ist denn eigentlich der Endscore? Ich glaube, 120-5, ja. Eins der wenigen Gameplays an dem Abend, was mit über 100 Kills ausging, weil so dieses extreme Spawn-Trappen oder halt auch Positionshalten, das geht jetzt, da die Dauerdrohne ja im Himmel ist und man sich für Geist bewegen muss, geht jetzt nicht mehr so extrem. Und ja, eigentlich mehr oder weniger nur auf Slums. Ihr werdet auch das ein oder andere Gameplay sehen, wo ich wirklich auch voll durch den Spawn rushe mit irgendeiner MP, wo dann der Blackbird im Himmel ist. Das ist natürlich dann auch knackig anzusehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall euch drauf freuen. Hier noch die letzte Killcam von Skrillex. Und ja, das Gameplay endet dann auch jetzt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, meine Freunde. Nehmt euren Penis in die Hand, haut ihn auf den Tisch, bis das Holz splittert. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.